Mario hier, willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. XO Kollektion, der Porsche, soll heute wieder Thema sein, darf heute wieder Thema sein, kann heute wieder Thema sein, möchte heute wieder Thema sein. Jetzt haben wir, ich glaube, wir haben fast alle Adjektive, ja, alle Verben. Oh Mann, oh Mann. Bauphase 4. Und zwar geht es um das Getriebe und so weiter und so fort. Hier haben wir die Teile. Erstmal war ich natürlich froh, dass anhand eurer Kommentare war ja zu sehen, dass ihr genauso begeistert wart wie ich von diesen Bremsscheiben. Ne? Also das, wie gesagt, das ist kleine, nicht schlimme Sache, wie man die hier aufbringt, aber ein Wahnsinnseffekt. Ja, also das ist bei keinem anderen Modell gesehen. Ich glaube noch nicht mal beim Ferrari waren die Scheibenbremsen so. So, ich werde euch gleich mal die Teile zeigen, was wir hier alles bekommen. Und dann schrauben wir die zusammen. Ne? Ja, so mag wie das. Ihr kommt ran, wir legen los. Trari, trara, die Teile sind da, der Bauphase 4 sind hier. Und zwar rechtes Getriebegehäuse aus Metall. Des Weiteren eine Montagehalterung. Das Bauteil. Dann eine Getriebedichtung. Ich habe mir das vorher mal übersetzt. Hallo, wo ist das denn? Hier sieht ja gar nicht irgendwas sowas so aus. Doch hier. Nee, das ist auch eine Halterung. Das kann doch keine Dichtung sein. Das ist jetzt ja komisch. Wer weiß, was ich hier wieder übersetzt habe. Das sieht auch aus wie so eine Halterung. Hier, das könnte eine Abdichtung, ein Deckel sein, aber hier steht Innenflektor, Außenflektor oder Reflektor oder so. Also das könnte die Getriebeabdeckung sein. Dann haben wir eine Tulpe. Was ist das für ein Teil? Was steht hier? Tulip de Cardin. Also, André, schöne Grüße nach Frankreich und du erzählst mir jetzt, wie das Teil heißt. Dann haben wir ein Kreuzgelenk. Und dann haben wir noch 4E, hier steht auch wieder Dichtung. Das ist auch eine Halterung. Na, hier wird ja was reingelegt und angeschraubt. Gut, dann gibt es Schrauben. FM, BM, CM und GM. Wir legen los, brauchen eine BM-Schraube. Ich hole sie raus. Sie wird auch schon mit Schneidöl benetzt. Und dann nehmen wir die Getriebehälfte, die Halterung. Und zwar kommt das dann hier rauf. Hier haben wir drei Löcher. Zwei Zapfen, ein Loch, kommt dann genau richtig rum, so rauf. Und das Ganze wird dann hier eben verschraubt. So. So, dann brauchen wir das Kreuzgelenk und diese Halterung. Und FM-Schrauben. Auch die hole ich schon mal raus. So. Ist da was rangekommen? Ja. Und dann legen wir die hier dazwischen. Legen wir das dazwischen, das Kreuzgelenk. Und schrauben das erstmal ein kleines Stückchen an, damit wir auch noch Beweglichkeit haben für die zweite Schraube.
So. Drinne. Drinne und ich hätte jetzt auch noch gewollt, dass sich das Kreuzgelenk noch bewegt. So, also es bewegt sich noch. So soll das auch sein. Des Weiteren kommt die nächste Halterung. Die wird dann hier rüber gepackt über das Kreuzgelenk und auch da brauchen wir FM-Schrauben. So, einmal schön auf Position halten. Schraube ein Stückchen rein, nächste Schraube organisiert. So, siehst du wohl. Und in allen Richtungen bewegt sich das ganze Teil noch. Dieses Gelenk, Kreuzgelenk, kommt dann. Hier haben wir einen Halbmond sozusagen, einen großen Halbmond. Hier auch. Das wird dann in diesen Getriebedeckel reingelegt. Und auch mit einer FM-Schraube. Jetzt haben wir aber langsam die FM-Schrauben ausgereizt. Das ist die letzte FM-Schraube für heute. So, du bleib mal auf Position und auch mit dem Finger auf Position bleiben. So, haben wir das Bauteil auch angeschraubt. Als nächstes folgt dann der Innendeckel, so nenne ich das Ganze mal. Warte mal, wir müssen mal gucken. So sieht das in der Beschreibung aus. Und dann so nach unten dann hier die Kreuzschraube, die angedeutete. Und jetzt brauchen wir GM-Schrauben. Und das sind diese hier, schön klein, mit einem Senkkopf. Erste Schraube drinne. Zweite Schraube drinne. Wunderbar. Als nächstes folgt dann diese Sternhalterung. Ach, hier ist auch eine Schraube angedeutet. Dann brauchen wir nur zwei Schrauben festmachen. Und zwar weitere GM-Schrauben. Also hier kann man das nicht verwechseln. Hier gibt es nur zwei Verschraubungen, die müssen wir nur treffen und wahrnehmen. So, noch eine FM-Schraube. So, dann brauchen wir wieder die rechte Getriebehälfte und eine CM-Schraube, eine Hütchenschraube. Wir haben das Getriebe, das legen wir so hin und dann nehmen wir diese Seite hier mit dem Stift, wo das Kreuzgelenk ist, und stecken das Ganze hier rein. Und das wird dann
von innen mit der besagten CM-Schraube verschraubt. So, das ist noch sehr lose. Das muss noch fester gehen. Das soll vielleicht auch nachher noch lose sein, aber nicht, wer weiß, wie umherwackeln, ne? So, sieht das schon ein bisschen anders aus. Das kann, dass das hier wackeln soll, naja gut, wie auch immer. So sieht das Ganze dann aus von Bauphase 4. Ja, mehr Teile haben wir nicht. Ja, was kommt in der nächsten Box? Die nächste Box 2 ist dann die, sind dann die Ausgaben 5, 6, 7 und 8. Und unter www.exokollektion.de kann man vielleicht schon mal, vielleicht gibt es dort schon jetzt langsam Bauanleitungen und kann man schon mal Vorschau gucken. Das werde ich gleich mal machen, ob es da was gibt, und ich sage euch das dann gleich. Jo, das war dann Bauphase 4. Können wir ad acta legen. Wir haben mit dem Getriebe begonnen, mit dem rechten Teil vom Getriebe. Und ich habe mal nachgeschaut bei Exokollektion Porsche. Habe ich noch schon mal nachgeschaut, und die Lieferung 2 und 3 kann man sehen, was dort kommt, was dort geliefert wird. Und es geht weiter mit dem Getriebe und mit dem Motor in beiden Bauphasen. Also das wird ein sehr detaillierter Motor, so wie ich das auf den Bildern erkennen konnte. Ich als Autoleihe. Also seid gespannt, wenn es weitergeht mit der Box 2 von Exokollektion mit dem Porsche 917 kH. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder rein. Passt auf euch auf, vor allen Dingen ganz wichtig, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kickt mal wieder hin.